alle mit uns den wahren Martin Schulz. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Als ich vor gut 20 Jahren meinen Hof übernommen habe, da hat die Wissenschaft und die Beratung gesagt, ihr müsst eure Tiere, ihr müsst Billigfleisch produzieren, ihr müsst wachsen, ihr müsst die Produktivität steigern, wir müssen die Weltmärkte beliefern, wir müssen die Produktion ausweiten. Ich konnte dem damals nicht glauben, ich wollte einen anderen Weg gehen, habe meinen Hof übernommen und habe als erstes die Betonspalten, die wir noch hatten, zubetoniert und habe meine Saunen rausgelassen. Meine Berufskollegen haben mich damals komisch angeguckt, aber die Bevölkerung kam am Wochenende mit ihren Kindern und hat sich meine Sauenfreilandhaltung angeguckt und geguckt, wie die Schwärke draußen rumwetzen. Ich habe meinen Betrieb damals auf das Neulandprogramm umgestellt. Das Programm wird dieses Jahr 30 Jahre und wir haben auf vielen Höfen gezeigt, wie eine landwirtschaftliche Tierhaltung funktionieren kann, die nicht Streichelzoo ist, sondern die auch das Einkommen der Betriebe sichern kann, weil es Kunden gibt, die gerne mehr Geld für ihre Produkte, für Fleisch ausgeben, weil sie eine andere Tierhaltung möchten. Wir sind aber heute in der Situation, dass die Bevölkerung die Tierhaltung, wie sie bislang betrieben wird auf den Höfen, so nicht mehr akzeptiert. Die Politik hat es mittlerweile gemerkt, aber sie kündigt leider nur an. Die Wissenschaft hat es gemerkt und hat ein Gutachten rausgegeben und hat gesagt, dass die Gesellschaft diese Tierhaltung nicht mehr akzeptiert und dass wir einen Umbau brauchen. Wir brauchen endlich eine klare Kennzeichnung, wie die Tiere gehalten werden. Und wir brauchen zusätzliches Geld, um die Ställe, die leider so gebaut worden sind vor 20 Jahren, wie sie gebaut werden, wurden umgebaut werden können, damit die Tiere raus können, damit die Tiere auf Stroh können und damit wir eine artgerechte Tierhaltung flächendeckend haben. Ein weiterer Punkt ist, dass wir als ABL seit 25 Jahren anprangern, wie die EU-Gelder verteilt werden. Wir Bauern brauchen leider Unterstützung, weil die Preise meist nicht so gut sind, dass wir da alleine von leben können. Aber 80% der EU-Gelder gehen an 20% der Betriebe und das seit 25 Jahren. Wir brauchen endlich Qualifizierung für das Geld. Wir wollen vielfältige Strukturen haben. Wir wollen damit artgerechte Tierhaltung fördern. Und wir wollen, dass wir die Natur damit erhalten können. Und das geht nur, wenn man die Gelder vernünftig verteilt. Wir brauchen endlich eine Politik, die den Mut zu Veränderungen fasst und nicht immer nur ankündigt, wie Herr Schmidt vor einem Jahr sein Label präsentiert hat und ein Jahr wieder nichts tut. Ich komme aus dem Wendland, so bin ich angekündigt worden. Und wir sind jedes Jahr losgefahren, um gegen die Castortransporte zu demonstrieren. Jedes Jahr mit Treckern. Aber wir wissen, dass es einen langen Atem braucht. Wir sind seit 40 Jahren im Widerstand gegen die Atomindustrie. Wir haben viel erreicht. Wir sind noch nicht am Ziel. Aber ich hoffe, dass es nicht 40 Jahre dauert, bis wir die Agrarwende umgesetzt haben. Die Agrarwende umzusetzen. Es ist ganz wichtig, dass ihr dabei bleibt, dass ihr jedes Jahr wieder nach Berlin kommt, so wie heute. Es ist ganz toll, dass ihr hier seid. Vielen Dank. Wir nehmen mal jetzt die ABL als Bundeskanzlerpartei. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid.